weg. Alles aus? Der Computer ist aus. Ich war fast ein Level weiter. Oh, ist bestimmt eine Sicherung. Das haben wir gleich. Komisch. Alle Sicherungen drin. Sag mal, ist bei dir auch kein Strom? Mein Fernseher läuft. Okay. Und Licht auch? Nee, okay, Strom geht bei dir. Hallo? Was machen Sie an meinem Stromkasten? Haben Sie doch gesehen, ich habe Ihnen den Strom abgesperrt. Wieso stellen Sie mir den Strom ab? Ja, wenn man seine Rechnung nicht bezahlt. Sie haben kein Recht, mir den Strom abzustellen. Doch, habe ich schon. Drei Raten sind offen. Mahnung, Stromabsperrung. Auf alles haben sie nicht reagiert. Also, komm mal vorbei. Mann, den Kasten dicht, kein Strom. Das Ding ist minutengenau und dir fehlen 450 Euro. Das kann aber nicht sein. Mein Gehalt müsste längst auf dem Konto eingegangen sein. Ja, das sind alle. Na, kann ich was dafür? Ja oder nee? Nee. Wissen Sie was? Vergessen Sie es einfach. Ja, schönen Tag noch. Das glaube ich jetzt nicht. Ich verzichte seit 4 Monaten auf die Hälfte meines Gehaltes, weil mein Chef so die Werkstatt retten will. Und jetzt überweist er gar nichts mehr? Mit Wut im Bauch fährt Daniela Berkel zur Arbeit in die Autowerkstatt. Morgen, Dirk. Morgen, Katja. Morgen. Hi, Bernd. Morgen. Morgen, Herr Grewe. Morgen. Was gucken Sie denn so griesgrämig? Ganz einfach. Man hat mir heute Morgen den Strom abgestellt. Oh, das tut mir jetzt aber echt leid. Das bräuchte Ihnen nicht leid tun, wenn das restliche Gehalt auf meinem Konto eingegangen wäre. Ich war heute Morgen extra noch mal schauen. Immer noch kein Zahlungseingang. Sie haben mir versprochen, dass bis zum Anfang der Woche das restliche Gehalt drauf ist. Ich brauche die Kohle dringendst. Ja, gut. Gut, dass Sie das ansprechen. Ich wollte eben mal mit Ihnen allen drüber sprechen. Lass uns mal rübergehen. Guten Morgen. Okay. Machen Sie mal bitte einen Moment kurz Pause und kommen Sie mal ran. Okay. Muss ich Ihnen was erzählen. Ich weiß ja, dass Sie jetzt alle seit 4 Monaten auf die Hälfte Ihres Lohns verzichten. Das alles, damit ich das hier in diesen Betrieb stecken kann und ihn auch hoffentlich retten kann. Sie haben vielleicht selber festgestellt, dass der aktuelle Lohn für den vergangenen Monat noch nicht überwiesen wurde. Also es tut mir wirklich leid, aber ich kann Ihnen versprechen, dass es auch bald wieder aufwärts geht. Ja, wieso? Ändert sich jetzt irgendwie was? Ja, es sieht so aus, als hätte ich da wirklich einen richtig großen Auftrag, der demnächst anliegt. Okay, und was steht an? Das kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht so genau sagen, aber wenn das klappt, ja? Dann sind wir hier alle aus dem Gröbsten raus. Allerdings, bis dahin müssen Sie leider noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass jeder Euro, der dann reinkommt, zuerst an meine Mitarbeiter geht. Ich stelle mich da selber hinten dran, ja? Wir sind ja schließlich alle eine Familie. Okay, wir halten jetzt zusammen, oder? Wir ziehen an einem Strang und dann rocken wir das Ding hier. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, Sie sind die besten Mitarbeiter, die man sich vorstellen kann. Ja, davon können wir uns ohne Schmerzen. Ich glaube, ich muss mal kurz das Telefon Sie entschuldigen, ja? Hey Mann, ey, das wird immer schlimmer hier. Ja. Wenn es so weitergeht, muss ich kündigen und mir schleunigst was anderes suchen. Ja, und immer dasselbe Gelaber vom Chef. Ach, Dani, schalt mal einen Gang runter. Mensch, wir lieben den Job hier genauso wie du. Ja? Wir haben 1A-Chef und wir verstehen uns doch gut. Ja, und überleg mal, war die Werkstatt ist hier in der Nähe von Lukas Kita, ja? Lohnt sich doch drum zu kämpfen. Ja, sicher. Weißt du noch, wie du damals erzählt hast? Wie lange du gesucht hast nach einer Werkstatt, wo die Leute nicht nur dumm rumlabern, weil du eine Frau bist? Ja, und guck mal, ich bin auch hier völlig happy, ja? Und vor allen Dingen, so eine süße Kollegin zu haben, ja? Ja, mag ja alles sein. Aber vom Happy sein kann ich mir und meinen Kindern auch nichts kaufen. Ja? Ja? Strom ist weg, Warmwasser ist weg. Ich habe einfach kein Verständnis mehr dafür. Ja, okay. Ja, ist schon klar. Nein, das krieg ich hin, ja. Mach dir mal keine Sorgen. Das passt schon alles. Du, ich glaube, ich muss jetzt mal Schluss machen, Schatz. Ich melde mich später noch mal, ja? Ja, tschüss. Was denn noch? Ja, es geht immer noch um die ausstehenden Gehälter. Dieses "wir müssen zusammenhalten" Gequatsche geht ja schon ziemlich lange. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will den Betrieb ja auch retten. Ja, da sind wir uns doch einig. Ja, aber ich habe auch 2 Kinder. Die brauchen Strom, die brauchen was zu essen. Wie soll ich ihn vernünftig zu Hause für die kochen? Wie sollen die denn sich waschen? Was ist das? Ist denn wirklich so schlimm bei Ihnen zu Hause? Chef, meinen Sie denn, ich mache Ihnen was vor? Ich weiß doch auch nicht, wie das hier weitergehen soll in dem Betrieb. Ich meine, das ist nicht leicht für uns alle. Aber ich verstehe auch, dass es bei Ihnen so nicht weitergehen kann zu Hause. Ihre Kinder sollen ja auch in einem ordentlichen Haushalt und in ordentlichen Verhältnissen aufwachsen.
Ja, aber ich meine, so kurzfristig weiß ich wirklich keine Lösung. Ich meine, okay, ich kann jetzt mal schauen. Ja. Ja, haben Sie 100 Euro. Zahlen Sie erstmal den Strom mit. Aber tun Sie mir einen Gefallen und sagen Sie den anderen nichts davon, ja? Danke, Chef. Aber das reicht nicht. Ich brauche mindestens noch 350 Euro. Ich habe im Moment nicht mehr in bar da. Da kommt nachher noch ein Lieferant, ja? Der bringt die dringend benötigten Ersatzteile für den Laden hier. Ohne die können wir nicht mehr weiterarbeiten und ich muss den bar bezahlen, ja? Also ich kann Ihnen aber hoch und heilig versprechen, dass ich das Geld so schnell wie möglich überweisen werde. Hoffentlich, weil ich brauche die Kohle. Mehr als ein, zwei Tage ohne Strom zu Hause halten wir einfach nicht mehr aus. Sollte das Geld nicht spätestens morgen auf dem Konto sein, gehe ich zur Anwältin. Sorry, Chef, aber ich kann einfach nicht mehr. Sie wissen doch, dass ich alles tue für Sie und Ihre Kinder. Solidarität hin oder her. Mein Chef kann uns nicht ewig vertrösten und wir können nicht für die Werkstatt aufkommen. Ich habe nur noch ein paar Euro im Portemonnaie und muss nachher für die Jungs und mich einkaufen gehen. Ich weiß noch nicht mal, ob es fürs Nötigste reicht. Das ist doch kein Zustand. In ihrer vertrackten finanziellen Lage sind die 100 Euro ihres Chefs nur ein Tropfen auf den heißen Stein für Daniela Berkel. Wenigstens kann sie für sich und ihre Söhne Yannick und Lukas nach Feierabend etwas zu essen kaufen. Trotzdem muss die alleinerziehende Mutter dabei jeden Cent umdrehen. Schau mal, die sind im Angebot. Das ist auch echt super, aber wir müssen diesen Monat einfach wichtigere Dinge kaufen. Schon mal, wir haben zum Beispiel auch überhaupt noch nichts zum Frühstück. Würdest du vielleicht schon mal eine Packung Cornflakes und eine Tüte Milch holen? Nein, ich möchte keine Cornflakes, ich möchte Süßigkeiten. Süßigkeiten machen dich aber nicht satt. Hm? Komm. Ja? Ich hasse Äpfel. Äpfel sind gesund. Mir egal, esse ich trotzdem. Okay, pass auf, Vorschlag. Beim nächsten Mal, wenn wir einkaufen sind, kann sich jeder was aussuchen. Ja? Du suchst dir was aus, Luki sucht sich was aus und dann ist gut, ja? Aber diesmal geht es einfach leider nicht. Komm, Sally, bring die Sachen zurück, ja? Hier ist das ja, Schatzi. Wir treffen uns dann vorne an der Kasse, ja? Frau Berkel? Das ist ja eine Überraschung. Hallo, Frau Grewe. Ich habe Sie ja lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal auf der Betriebsfeier von der Werkstatt. Ja, das kommt gut hin. Wie geht's Ihnen denn? Sie sehen so müde aus. Nö, eigentlich alles gut. Und ich sag mal, Ihr Mann ist ja ein Chef, mit dem es sich ganz gut aushalten lässt. Ja, ja. Er sagt doch immer, was für ein Glück er mit Ihnen und Ihren Kollegen hat. Er kann wirklich froh sein. Ja, wir sind schon ein gutes Team, denke ich. Danke, Schatz. Ach, du musst ja Janik sein. Du bist aber groß geworden. Ja. Eine schöne Kette, die Sie da tragen. Oh ja, die hat mein Mann mir letzte Woche geschenkt. Ach, Sie wissen es ja nicht, aber er ist wirklich ein Romantiker. Ich sage mir zwar immer, er soll nicht so viel Geld für mich ausgeben, aber es sind halt Männer. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Sie verarschen mich gerade. Wie bitte? Wissen Sie, Ihr Mann jammert seit Wochen rum vor den Kollegen und vor mir, wie schlecht es seinem Unternehmen doch geht. Und dass gerade er an allen Ecken und Enden sparen muss. Wissen Sie eigentlich, wie es momentan bei uns zu Hause zugeht? Ja? Ich koche heute lecker Ketchup, ganz gesund für die Kinder, mit Billignudeln auf einem ollen Gaskocher, weil ich die Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann. Von gesundem Essen ganz zu schweigen. Ja? Und er wirft mit teuren Klunkern um sich? Geht's denn der Firma wirklich so schlecht? Frau Grewe, das sollten Sie vielleicht besser Ihren Mann fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Komm, Janik, wir gehen. Der Grewe erzählt, er hat keine Kohle, kauft seiner Frau aber so teuren Schmuck? Ey, mir reicht's. Das ist echt das Allerletzte. Ich werde mir jetzt einen Anwalt nehmen und der Grewe kann sich warm anziehen. Daniela Berkel hat Glück. Schon für den nächsten Morgen kann sie einen Termin bei Rechtsanwältin Katrin Rottloff ergattern. Die Juristin hat sofort erkannt, dass ihre neue Mandantin schnell Hilfe benötigt und nimmt sich deshalb noch vor Danielas Arbeitsbeginn Zeit für sie. Er hatte ja Zeit, bis gestern das Geld zu überweisen. Mhm. Ist nichts passiert. Eigentlich war sogar vereinbart, dass es schon vor 3 Tagen auf meinem Konto eingehen sollte. Aber wie gesagt, bisher absolut nichts. Ja, und gestern treffe ich dann auch noch seine Frau beim Einkaufen und die hatte ziemlich teuer wirkende Klunker um ihren Hals. Mhm. Dankeschön. Und die erzählte mir doch dann prompt, dass sie die von ihrem Mann geschenkt bekommen hat. Ach so.
Ja. Das ist ja wirklich sehr interessant, oder? Ja. Da scheint es ihm ja gar nicht so schlecht zu gehen. Naja, bei uns tut er so, als wenn er fast pleite wäre und ihr kann er so teuren Schmuck kaufen. Also ist schon sehr dreist, ja, wie ich finde. Ja. Nehmen Sie bitte Platz. Aber Sie sagten doch auch, dass Sie einen Teil des Gehalts noch bekommen. Also es fehlt nicht vollständig, richtig? Richtig. Wir haben vereinbart, dass wir zumindest eine Zeit lang 50% bekommen. Anfangs war es auch nicht das Problem. Ich hatte noch ein bisschen was Erspartes. Aber das ist inzwischen natürlich aufgebraucht. Und ich brauche jetzt dringend das Geld. Ist klar, ja. Und gibt es dazu irgendeine schriftliche Vereinbarung mit Ihrem Chef zu den 50%? Nee, leider nicht. Er hatte uns damals zum Gespräch gebeten. Und wir haben dann natürlich ja gesagt, weil wir unsere Jobs nicht verlieren wollten. Aber ich bin dann Anfang des Monats hingegangen und habe gesagt, dass es bei mir so nicht weitergeht und dass ich dringend das ausstehende Gehalt benötige. Und bis heute, wie gesagt, ist nichts passiert. Ja, Frau Berkel, also dann wird es mal wirklich höchste Zeit, dass der Kontostand wieder besser aussieht. Ne? Das ist ja sehr schön. Ist klar. Also Sie haben natürlich Anspruch auf Ihr Geld, ganz klar. Allein aus dem Arbeitsverhältnis heraus, ja, Sie haben Ihre Leistung erbracht, er ist Sie schuldig geblieben, Sie haben ihn sogar noch extra um einen Verzug gesetzt, hätten Sie gar nicht unbedingt machen müssen, er muss sowieso zahlen. Ja? Haben Sie denn Ihren Arbeitsvertrag zufälligerweise dabei? Dann würde ich den gern sehen. Bitte schön. Danke. Ja. Also, wenn ich das jetzt hier mal überblicke, mal so ganz spontan und schnell, sieht es für mich nach einem ganz normalen Standardarbeitsvertrag aus. Ja, ist auch festgehalten, es gibt keine besonderen Vereinbarungen. Das heißt, er ist verpflichtet zu zahlen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Ihnen das Geld hier vorzuenthalten. Und der nächste rechtliche Schritt sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir müssten Ihren Chef verklagen. Das wäre schon ein ziemlich harter Schritt, oder? Haben wir da noch andere Möglichkeiten? Ja, also wir können die unbürokratische Art natürlich vorher wählen und mit ihm reden. Also das würde ich Ihnen jetzt auch ganz konkret vorschlagen, dass wir am besten schon morgen zusammen zu Ihrem Chef hingehen und ich dann persönlich mal mit ihm spreche. Mhm. Erfahrungsgemäß bringt das oftmals doch einiges. Okay. Also ich kann Ihnen nichts versprechen, aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung heraus kann es gut möglich sein, dass er eben doch einlenkt und dass Sie dann recht bald, im besten Fall morgen schon Ihr Geld dann haben. Das Problem in solchen Fällen ist eben häufig, dass wenn der Firmenchef kein Geld mehr hat, er dann mit solchen Maßnahmen immer versucht, über die Runden zu kommen. Aber in diesem Fall scheint es ja so ein bisschen anders zu sein. Immerhin hat hier der Chef noch genügend Geld, um seiner Frau irgendwelchen teuren Schmuck zu kaufen. Deswegen werde ich diesem Greve mal ordentlich auf den Zahn fühlen müssen. Nach dem Termin bei ihrer Anwältin ist Daniela Berkel zwar beruhigt, dennoch leidet sie unter der angespannten Situation im Betrieb. Das hat auch Katrin Rutloff bemerkt. Deshalb will sie noch am selben Abend mit Werkstattinhaber Matthias Greve sprechen. Herr Greve, meine Anwältin Frau Rutloff, Rutloff, Herr Greve. Ja, guten Tag. Guten Tag. Und müssen Sie mir jetzt ausgerechnet noch mit der Anwältin kommen? Herr Greve, ich bin nur da, um zu helfen. Weil es gibt ja ein Problem mit dem Gehalt meiner Mandantin. Und deswegen hat sie mich auch beauftragt. Und Frau Berkel, ich habe Ihnen doch gesagt, wir können über alles reden. Und ich habe Ihnen doch extra gestern erst 100 Euro gegeben. Tun Sie doch nicht so. Hat Ihre Frau Ihnen nicht erzählt, dass ich Sie beim Einkaufen getroffen habe? Doch, hat sie, ja. Ja, dann verstehe ich nicht, warum Sie uns nach wie vor für bescheuert erklären. Wir laufen alle ohne einen Cent durch die Welt. Und Ihrer Frau machen Sie teure Luxusgeschenke? Ach, das ist doch alles so ein Missverständnis. Ja, dann klären Sie uns mal auf über dieses Missverständnis, bitte. Ja, diese angeblich teure Halskette. Das ist doch nur ein Billig-Souvenir gewesen aus der Türkei. Das habe ich im letzten Urlaub gekauft, ja. Aber das darf meine Frau doch nicht wissen. Und das sollen wir Ihnen jetzt glauben? Frau Berkel, Sie wissen doch, ich mache für mich und meine Familie Abstriche, wo immer es auch geht. Und ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung davon haben, wie man sich als Mann fühlt, wenn man seine eigene Familie nicht mehr ernähren kann. Aber Herr Greve, nichtsdestotrotz, wir müssen eine Lösung finden, was das Gehalt meiner Mandantin anbelangt. Das ist ja wohl völlig klar, dass es so nicht weitergehen kann. Die haben sich doch alle damit einverstanden erklärt, dass ich das Geld erstmal einbehalte und dass ich es später bezahle. Nein, so einfach ist das nicht. Zunächst waren die sehr wohl einverstanden. Und meine Mandantin hat ihn doch bereits Anfang letzten Monats klar und deutlich gesagt, dass es so nicht weitergeht und dass sie ihr volles Gehalt benötigt. Und hat sie ja schließlich auch Anspruch drauf. Ja, aber jetzt mal, Frau Berkel, mal ganz ernsthaft. War ich nicht immer für Sie da? Habe ich Sie jemals im Stich gelassen? Selbst als Ihr Mann Sie hat sitzen lassen mit den beiden Kindern? Da war ich für Sie da, ja? Ja, sicher, Chef. Aber Lukas und Janek, die brauchen auch was zu essen. Und wir brauchen Strom zu Hause. Ja, ich sehe ein, das ist eine Notlage. Ich werde mir das Geld irgendwo leihen, ja? Also, Sie bekommen Ihr Geld. Aber ich sage Ihnen eins, ich... Oh, ich
braucht da mindestens 2 Tage für. Ja. Gut, alles klar. Die 2 Tage sollen Sie haben. Aber das ist das absolute Maximum. Ja? Und innerhalb dieser 2 Tage erscheint bitte das komplett ausstehende Gehalt auf dem Konto meiner Mandantin. Ansonsten muss ich Sie verklagen, Herr Grewe. Das muss Ihnen klar sein. Ja, irgendwie tut der Herr Grewe mir ja auch leid. Aber er scheint nicht zu verstehen, dass mir das Wasser wirklich schon bis zum Hals steht. Und wenn ich Frau Rotloff nicht eingeschaltet hätte, dann würde ich mein Geld wahrscheinlich nie bekommen. Jetzt muss ich noch 2 Tage durchhalten und dann kann ich meinen Jungs hoffentlich wieder was Anständiges kochen. Trotz des erfolgreichen Gesprächs schwindet Daniela Berkels Zuversicht schnell. Denn die 3 Tage vergehen und noch immer hat Daniela ihr Gehalt nicht bekommen. Die 38-Jährige ist frustriert, als überraschend Anwältin Katrin Rotloff vor der Tür steht. Hallo, Frau Berkel. Vorsicht nicht, ja. Fräulein. Hallo, ich grüße Hallo. Sie. Hallo, entschuldigen Sie das Chaos, aber ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Ich musste Janik noch vom Fußball abholen. Stört es Sie, wenn ich nebenbei ein bisschen koche? Ach, ganz und gar nicht, kein Problem. Ich bin auch eigentlich nur gekommen, um zu hören, hat er jetzt gezahlt, hat er sein Versprechen eingelöst oder nicht? Schön wäre es gewesen. Nee, ich kann echt nicht glauben, dass er mich wieder belogen hat. Aber schauen Sie sich doch mal um, das ist doch kein Zustand. So kann ich mit den Jungs doch nicht leben. Ich muss versuchen, jetzt hier auf so einem billigen Gaskocher irgendwie warmes Essen für die Jungs zu zaubern. Mama, ich hab Hunger, wann ist Essen fertig? Hallo, du bist Janik, oder? Ja. Grüß dich. Schatz, mit dem Essen, es dauert noch einen kleinen Moment. Aber weißt du was? Du könntest mal duschen gehen, du bist total verklebt vom Sport. Hm? Aber das Wasser ist arschkalt. Dann gehst du rüber zu Effi, da kannst du ganz in Ruhe schön warm duschen. Hm? Aber da will ich auch nicht duschen. Schatz, du kannst es dir aussuchen. Entweder hier bei uns kaltes Wasser oder bei Elfi drüben schön warm. Na gut. Ja, du bist ein Schatz, danke. Ja, Elfriede Gruber ist meine Nachbarin. Ich wüsste momentan echt nicht, was ich ohne sie machen sollte. Verstehe. Ja, aber ich gebe ihr natürlich völlig recht, ja? Also Frau Berkel, so kann es nicht weitergehen. Dieser Zustand ist echt unzumutbar, ja? Aber ich wollte Ihnen eh noch was zeigen. Ich habe mal ein bisschen über diesen Grewe recherchiert, ja? Und Folgendes rausgefunden. Schauen Sie mal hier. Also es scheint ihm überhaupt nicht so schlecht zu gehen, wie er immer vorgibt. Ja? Das ist auf der letzten Automobilmesse. Hier hat er sich ordentlich gut gehen lassen. Hat so ziemlich jede Gala wahrgenommen. Ja, das kostet ja auch alles Geld. So, dann ist er jetzt neulich auch Mitglied geworden im Golfclub. Kostet ja auch eine Stange Geld. Hier sein letzter Urlaub. Ja, schön unter Palmen. Also auch nicht gerade um die Ecke. Und ich könnte wetten, dass diese Kette, die er neulich seiner Frau geschenkt hat, auch kein billiges Imitat aus der Türkei war. Die war mit Sicherheit genauso teuer, wie sie es vermutet haben. Ja, also das ist schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Ich hab die Schnauze so voll. Wissen Sie was? Wir verklagen ihn. Bei den Spielchen, die er hier treibt, und dieses ganze Blabla und Gelaber, von wegen er würde sich um meine Jungs und mich kümmern, ist doch alles nur heiße Luft. Ich sehe das genauso, Frau Berkel. Ich habe auch deswegen schon mal die Klage vorbereitet. Ich bin mir sicher gewesen, dass Sie dem zustimmen. Also wir sollten ihn hier wirklich klar in die Schranken weisen. Ja? Das ist ein Verhalten, was nicht geht. Und da hilft auch wirklich nur noch die Klage. Also ich muss schon sagen, es ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten, was Herr Grewe alles so mit seinen Mitarbeitern abzieht. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal den ausstehenden Lohn für meine Mandantin einklagen. Und außerdem setze ich auch noch einen Detektiv auf Herrn Grewe an, weil mich natürlich interessiert, was er hinter dem Rücken seiner Mitarbeiter noch alles so ausheckt. Bei Daniela Berkel liegen die Nerven blank. Trotz der Klage hat die Kfz-Mechanikerin auch 2 Tage später noch keinen Lohn bekommen und damit kein Geld mehr, um ihren Kindern etwas zu essen zu kaufen. Zu allem Unglück verschlechtert sich auch das Klima im Betrieb spürbar. Morgen, Katja. Hallo. Morgen, Bernd. Noch Kaffee da? Ey, verdammt! Was ist denn hier los? Warum schneiden mich plötzlich alle? Willst du echt wissen? Ja, kann ich dir sagen. Mit Kameradenschwein, weil wir überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Bitte, was bin ich? Ich weiß doch ganz genau, was die Sache ist. Ey, was redet ihr denn da? Morgen, meine Herrschaften. Morgen. Hört ihr mal bitte alle zu. Ja, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Situation sich leider sehr verschlechtert hat. Ich habe ja eigentlich ursprünglich gedacht, dass wir hier alle an einem Strang ziehen. Aber leider gibt es hier eine unter uns, die das mit dem Teamgeist nicht so wirklich gut findet. Frau Berkel hat mir eine Anwältin auf den Hals gehetzt. Ja, damit sie ihr Geld früher bekommt als alle anderen, ne? Wie bekloppt muss man sein? Sag mal, wir wollten doch zusammenhalten. Mit sowas schadest du doch der Firma.
Ja, jetzt kommt natürlich ein arbeitsrechtlicher Prozess auf mich zu. Und den muss ich selbstverständlich aus eigener Tasche bezahlen. Das heißt, wenn ich den verliere, bekommt Frau Berkel zwar ihr gesamtes Geld, aber Sie müssen leider noch länger auf Ihr Geld warten. Diese Pinnesauerei, sag mal. Ey, ich wusste nicht, dass du so eine hinterhältige Schlange bist, verstehst du? Hauptsache, du kriegst dein Geld. Ja? Wie assi, ey, wie assi ist das denn, Dani? Wow, 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 haltet mal den Ball flach, ja? Unser Chef macht hier zwar auf tierisch arm, aber meine Anwältin hat herausgefunden, dass er nur am Protzen ist. Und das ohne Ende. Ach, jetzt reden Sie doch nicht so Quatsch hier. Aber das ist die Wahrheit, ja? Teurer Golfclub, Automessen, teure Galas. Dafür ist ja anscheinend genug Geld da. Ja, aber das mache ich doch nur aus geschäftlichen Gründen. Ja, nee, ist schon klar. Sag mal, Dani, wie doof bist du eigentlich? Ich meine, Herr Grebe muss als Geschäftsmann ja nach außen hin auch was hermachen. Was denkst du denn, wie viele Deals gerade auf Messen und beim Golfen abgeschlossen werden? Sag mal echt, Dani, wie naiv bist du eigentlich? Denk, wir halten hier zusammen. Nee, ihr seid total naiv, weil ihr nicht merkt, dass der Grebe uns die ganze Zeit nur verarscht. So kotzen. Ey, Mann, wach doch mal endlich auf! Ihr seid doch nicht bescheuert! Mann, ich kämpf doch nur um das, was mir zusteht. Und dass der Grebe jetzt so tut, als wäre ich die Böse und wird allen anderen alles wegnehmen wollen, das ist einfach nur unfair. Von ihrer Mandantin erfährt Katrin Rudloff von den Anfeindungen im Betrieb. Um Daniela Berkels Ruf schnell wiederherzustellen, setzt die Anwältin noch am selben Tag Privatdetektiv Thomas Grünert auf Werkstattinhaber Matthias Grewe an. So, also der ist seit 10 Minuten in der Werkstatt, bis jetzt ist noch nichts passiert. Ist denn schon mal vorher irgendwas Verdächtiges vorgekommen? Nein, der ist pünktlich Feierabend, hat er gemacht, dann ist er nach Hause gefahren, war da ca. 2 Stunden. In der Zeit hat er sich noch eine Pizza bestellt, hat die schnabuliert mit seiner Frau und ist dann hierher gekommen direkt. Naja, hoffentlich hat er nicht nur irgendwas vergessen. Warte mal, jetzt passiert hier irgendwas. Ist ein Auto gerade auf dem Hof gefahren. Der Grebe kommt auch raus mit einem Schirm. Und die Männer steigen aus. Und der begrüßt die auch ganz besonders herzlich. Schau mal, ich schau mal. Ja, wir gehen jetzt in die Werkstatt. Bleiben Sie mal dran. Ja, mach ich. Ich versuche mal was zu hören. Ich schleiche mich mal hinterher. Okay. Aber bitte vorsichtig. Ja, klar. Ganz vorsichtig. Ich habe den Laden erst vor 3 Jahren komplett renovieren lassen. Die Maschinen sind praktisch alle neuwertig. Da finden Sie keinen Verschleiß dran. Das ist alles tipptopp in Ordnung, das ganze Zeug hier. Schauen Sie sich um. Also schon vom Feinsten, was wir hier haben. Wie gesagt, ja, machen Sie mal ein paar Bilder, kein Problem. Es macht einen guten Eindruck. Also sehr gepflegt. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Sehr modern. Also ja, also hier zum Beispiel diese Hebebühne, ne? Die ist 1 Jahr alt. Also das ist, wie gesagt, ist neu. Die hält noch 30 Jahre. Top-Zustand, also wirklich. Der ganze Laden ist in einem Top-Zustand. Aber ich würde sagen, weitere Sachen sprechen wir einfach mal die Details im Büro, ja? Kommen Sie mit. Frau Rudloff? Ja, ich bin noch dran. Und zwar, ich habe nicht alles mitgekriegt, aber ich habe den Eindruck, der will die Werkstatt ja nicht retten, der will die verkaufen. Der hat gerade eine exklusive Führung mit denen gemacht und ich meine, der will die an die verscherbeln. Ach, das ist ja interessant. Also notieren Sie sich mal bitte unbedingt dieses Nummernschild von den Besuchern und versuchen Sie mal rauszukriegen, um wen es sich dabei handelt. Ja, alles klar, ich bleib dran.